Hallo und willkommen bei Lifetech.de. Dies ist das Testvideo einer faltbaren Bluetooth-Tastatur von Bestech. Bevor es losgeht, möchte ich mich bei Bestech für die Bereitstellung der Bluetooth-Tastatur bedanken. Da die meisten Handys und Tablets inzwischen keine Tastatur mehr haben, sondern lediglich über den Touchscreen bedient werden, werden Bluetooth-Tastaturen für eine höhere Produktivität immer beliebter. Jedoch sind die meisten Tastaturen relativ groß und unpraktisch, wenn man sie unterwegs benutzen möchte. Deshalb gibt es eine faltbare Bluetooth-Tastatur von Bestech, die man gut mitnehmen und unterwegs benutzen kann. Im Lieferumfang der Tastatur wird neben einer Beschreibung auch noch ein Micro-USB-Kabel mitgeliefert, mit dem man die Tastatur aufladen kann. Der eingebaute Akku reicht für stundenlanges Tippen, weshalb man die Tastatur nicht ständig aufladen muss. Um die Tastatur einzuschalten, muss man lediglich den Schalter an der Oberseite umlegen und schon kann die Tastatur mit einem Handy oder Tablet verbunden werden. An der Seite befindet sich zudem ein Knopf, mit dem man die Tastatur sicher verschließen kann. Um sie wieder zu öffnen, muss man einfach nur auf den Knopf drücken und schon kann man sie wieder aufklappen. Die Tasten haben einen ähnlichen Druckpunkt wie viele Tastaturen von Laptops oder Netbooks, sind jedoch etwas unkonventionell angelegt. Daran gewöhnt man sich jedoch auch relativ schnell. Durch die Tastatur gelingt das Schreiben von Texten oder E-Mails deutlich schneller als mit dem Touchscreen auf dem Gerät. Zudem hat man extra Tasten wie die Pfeiltasten oder Steuerung und Shift, die man bei Touchscreen-Tastaturen nicht hat. Dadurch kann man bestimmte Befehle deutlich schneller ausführen, als es mit dem Touchscreen der Fall wäre. Für den sicheren Transport ist zudem eine kleine Vorrichtung enthalten, in die man die Tastatur hineinschieben kann, damit sie während dem Transport nicht aufgeht. In diese Vorrichtung kann man zudem sein Handy oder Tablet oder sogar die Tastatur hineinstellen. Etwas unpraktisch ist jedoch, dass man die Tastatur nicht auf seinen Beinen benutzen kann, da sie dann leicht zusammenklappt. Man benötigt also eine feste Oberfläche, auf die man die Tastatur legen kann. Damit die Tastatur auf glatten Oberflächen nicht wegrutscht, befinden sich an der Unterseite kleine Gummistopper, die dies verhindern sollen. Da sie jedoch ein QWERTY-Layout hat, muss man sich in der Benutzung etwas umgewöhnen, da sich bestimmte Knöpfe nicht dort befinden, wo man es von QWERTY-Tastaturen gewöhnt ist. Um dieses Problem zu umgehen, kann man in den Einstellungen vom Handy einfach die Handy-Tastatur als QWERTY-Layout einstellen. Die Bluetooth-Tastatur von Bestech ist also eine gute Wahl für jeden, der unterwegs oft eine Tastatur für sein Handy oder Tablet benötigt. Die Tastatur mit Bluetooth von Bestech ist auf Amazon erhältlich. Die entsprechenden Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, lasst es mich doch mit einem Kommentar oder einem Daumen hoch wissen. Vergesst außerdem nicht, mich zu abonnieren, um keines meiner wöchentlichen Videos zu verpassen. Das war Lifetech.de mit einem kleinen Ausflug in die Welt der Technik und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video gesehen habt.